Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Mission Impossible. City Skylines. Wir sind jetzt schon seit, ich habe seit einer Million Jahre einfach nicht krasses mehr geändert, außer dass ich versuche hier zu optimieren. Ich überlege aber, wir brauchen halt unbedingt Arbeiter. Ich glaube, ich werde jetzt hier einfach weiter ungebildete Leute hinstellen. Also ich werde jetzt wahrscheinlich hier wirklich erstmal weitere Wohnungen bauen. Das erscheint mir einfach am schlauesten. Zack und zack. Na? Hallo? Sollte ja eigentlich dann angenommen werden. Gewerbegebiet wird gebraucht, aber solange wir halt Arbeitermangel haben, brauchen wir kein Gewerbegebiet. Und wie kann ich jetzt nochmal kontrollieren, was mit den U-Bahn-Linien ist? Also, ob die funktionieren? Diente drei Passagiere letzte Woche 601. Eieiei, das ist echt viel. Also das scheint ganz gut zu funktionieren. 459. Es ziehen trotzdem keine Leute weiter ein. Warum denn nicht? Immer noch massiver Arbeiter, meine. Fuck, Mann. 2 von 16 Arbeitern. Das gibt's doch nicht. Aber die wollen auch nicht wirklich arbeiten. Quatsch, einziehen. Vielleicht muss ich hier die. Ja, guck mal, die Haushalte sind ja auch alle schon ziemlich gut. Also sind hier echt viele Leute drin. Ungebildet, fast gar keine. Die wollen alle ungebildete Arbeiter haben. Und die hat 16 hochgebildete, 16 überqualifizierte Arbeiter. Aber er freut sich trotzdem, scheint ihm egal zu sein. Habe ich so viele Schulen? Oder was ist denn hier das Problem? Oh, diese Scheiße, ich bin dann echt kurz davor, diese Landwirtschaft hier wieder abzureißen. Die scheint mir alles kaputt zu machen. Ganz ehrlich. Die macht nur Probleme, diese verdammte Landwirtschaft. Ich weiß nicht so richtig, warum. 13 verfügbare Arbeitsstellen. Sollte ich hier vielleicht dichtes Wohngebiet bauen, damit mehr Leute auf einmal? Ich weiß auch nicht so richtig. Ich meine, jetzt ziehen ja Leute ein zumindest. Ich knall jetzt hier einfach mal alles voll mit normalen. Oder? Solange die nicht einziehen wollen, bringt mir das ja nichts. Oh Gott, die Staus, die ziehen sich schon wieder, aber es ist noch okay eigentlich. Oh fuck, man, ich kann nicht aufhören, wegen den Staus zu gucken. Das geht mir auf den Sack. Ich muss damit aufhören. So, Gewerbe wird noch gebraucht und Industrie, aber das bringt mir nichts, solange noch leere Arbeitsstellen sind. Vielleicht sollten wir einfach mal anfangen und die Sachen hier wieder verbessern. Damit die sich halt glücklich fühlen. So, die Ärzte, ist noch alles ganz gut. Hier fühlen sich nicht alle glücklich, wie es aussieht. Da oben auch nicht. Warum? Ist da gerade jemand krank oder so? Wir könnten ja mal anfangen und das ist nur eine Arztpraxis, ne? Ja. Und könnten aus der Arztpraxis ein Krankenhaus machen. Ist heftig, aber ich glaube, das könnte die Zufriedenheit erstmal erhöhen. Oder? Haben halt einfach auch riesengroße Mengen an Menschen. Lass mich überlegen, wollen wir das machen? Ich glaube, das machen wir. Wäre auch viel größer. Komme ich das jetzt hier am besten wieder rein? Ob das ist belegt? Ist zu groß. Hm. Mach ich dann am besten einfach hier rein.
nicht. Immer noch nicht. Hä? Das ist belegt. Womit denn? Oberschule, keine Straßenanbindung. Oh, die müssen wir umsetzen. Setzen wir mal hier ran. Was soll ich machen? Krankenhaus. In so eine große Stadt, ich brauche mein eigenes Krankenhaus. So, freuen sich auch alle ganz doll. Okay, die werden auch glücklicher. Damit steigen dann ja auch die Haushalte und vielleicht ziehen wir ein paar mehr Leute ein. Weiß nicht, ob hier einfach Leute krank sind und es deswegen so ausgegraut ist. Aber hier wird einfach ein bisschen mehr Türkises mit der Zeit, das ist sehr schön. Ich meine, der ist ja fast neben dem Krankenhaus, also was soll ich nur noch machen? Bitte euch. So, Krankenhaus, passt. Ich muss einfach für mehr Zufriedenheit sorgen, dass mehr Leute Bock haben, in meine Stadt einzuziehen. Und wir dadurch dann die Arbeiter bekommen. Wie sieht es aus mit Feuerwehr? Da türkis fast alles, also da scheinen alle relativ glücklich zu sein. Passt. Sehr schön. Oder? Hier unten, die haben keine richtige Freude. Oben, das passt. Aber hier ist noch ein Feuer, aber man echt, oder wir bauen hier unten noch mal eine große hin. Ich meine, so krass glücklich sind die unten ja auch gar nicht, sehe ich gerade. Ja komm, wir bauen da mal eine große hin. Sollten sich jetzt mega freuen, sehr gut. Hier drin freuen sie sich halt noch nicht so richtig geil. Ich überlege, ob ich jetzt auch die kleine Feuerwehr hier wegmache und da auch noch eine große hinmache. Ich meine, die Kohle haben wir ja. Wir brauchen einfach mehr Zufriedenheit momentan. Die werden alle immer noch nicht hier richtig türkis, aber zumindest schon mal deutlich besser. So. Ja, langsam müssen wieder weniger Arbeiter, die gebraucht werden. Das ist schon mal schön. Wir verlieren zwar immer mehr Einwohner, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, weil hier Häuser abgerissen werden. Aber trotzdem, das ist irgendwie komisch. Hatte schon mal über 20.000. So. Feuerwehr ist geklärt, jetzt Polizei. Oder haben wir echt nur zwei kleine Polizeistationen? Was ist denn da los? Polizeiwache, Polizeihauptquartier. Mit auch mal Zeit, dass unsere Stadt ein eigenes Polizeihauptquartier hat, logischerweise. Streifenwagenkapazität. So, da würde ich sagen. Aber die sind halt alle zufrieden, ne? Von der, wenn man die türkise Farbe sieht. Was einfach daran liegt, dass es keine Kriminalität in der Stadt gibt. So, dann würde ich sagen, knallen wir jetzt mal die hier weg, die Zentrale, und bauen da halt unsere Polizei. Hauptquartier. Jajajaj. So. Also wenn da nicht alle glücklich werden, dann weiß ich auch nicht. Ah, die brauchen immer noch Arbeiter. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen mehr. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Bock einzuziehen, wie es aussieht. Vielleicht soll ich ja noch mal ein paar Gebiete zu dicht besiedelten machen. Aber nicht da unten. Da unten ist ja Landwirtschaft und Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn, dann machen wir das oben irgendwo. Aber erstmal optimieren. So, Bildung. Die hier unten haben überhaupt keine Bildung. Aber ich will eigentlich auch nicht, dass sie gebildet sind, weil anscheinend wollen die ja alles dumme Leute haben hier. Wobei, es scheint ihnen auch egal zu sein. Wie es aussieht. Die wollen einfach nur Arbeiter haben. Wie viel, das ist egal.
Hier haben sie auch 14 Überqualifizierte. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Ja, und das ist dann das nächste Problem. Ja, ich mache jetzt auch da unten Schulen hin. Wahrscheinlich haben die auch wieder die Grundschule an sich schon wieder total überlastet. Grundschule, na, das geht eigentlich noch. Wir pflastern trotzdem ein paar Grundschulen hin. Also, Grundschule, machen wir mal direkt hier zwei. Das heißt, machen wir hier eine. Ist das eine Grundschule? Sind die so groß? Ja, wann das denn? Machen wir hier eine hin. Oder Moment. Wenn, dann expandieren wir ja eher nach unten. Also machen wir hier noch eine hin. Grundschule, so. Dann bauen wir aber auch direkt noch eine auf die. Hä, warum sind die nicht froh? Weil die eine andere Schule noch wollen? Ach, keine Ahnung. Bauen wir natürlich hier noch eine Grundschule hin. Moment, da ziehen wir direkt mal eine Straße runter. Das machen wir dann eh irgendwann wahrscheinlich. Dann bauen wir eine Oberschule. Die sind ja auf Garantie. Ach nee, ich wollte da oben noch eine Grundschule hinbauen. Weil die auf Garantie auch überlastet sind. Was ist mit der hier? Ah, 288. Na, ich baue mal hier noch eine hin. Und hier noch eine hin. So. Sollten die sich erstmal alle doll freuen. Dann Oberschulen. Haben wir bisher 4 Stück. 600. Das ist es gar nicht. 700. 700. 600. Also eine Oberschule können wir hier unten auch hinbauen. Die bauen wir hin. Warum sind die denn so unglücklich? Hä, wir haben doch jetzt eine Schule, oder wollen die alle in die Universität rein? Sie wollen mich wohl verarschen. Aber wie man sieht, das ist rot. Zur Oberschule Verfügbarkeit, Moment. Grundschule Verfügbarkeit. Berechtigt 1300. Kapazität 2700. Ist also überhaupt gar kein Stress. Gut. Oberschule Verfügbarkeit. 2699, Kapazität 5000, passt. Universität, Verfügbarkeit 4,5, berechtigt, also es passt doch. Was ist denn los mit denen? Sind die blöd? Und sind denn die rot? Hier sind alle schön türkis. Oder bedeutet das einfach nur Absolventeneffizienz? Ach so, es könnte also sein, dass die erst türkis werden, wenn die halt auch entsprechend gebildet sind. Ah, das könnte sein. Senioren, hochgebildet, gebildet, gut gebildet, ungebildet, alles klar. Okay. Die müssten jetzt auch langsam mal wieder gebildete Arbeiter kriegen. Ich verstehe auch nicht, warum hier unten überall so viele Hochgebildete drin sind, wenn die hier oben fehlen. Verstehe ich nicht. Also erschließt sich mir auch wieder genüll. Aber egal. Außer halt jetzt, dass die hier Arbeiter wollen. Oh ja, jetzt wird auch wieder nachgefragt. Sehr geil. Das heißt, wir können zumindest erstmal unsere Wohngebiete. Oh, jetzt staut es halt durch diese ganzen Scheiß Kreuzungen wieder. Ich überlege halt, ob ich die hier unten verbinde und hier oben weglasse. An ein, zwei Stellen. Ob das Sinn macht. Macht das Sinn? Das könnte Sinn machen. Ist halt echt kacke, dass, also wie gesagt, das macht eigentlich nur Probleme, dieses landwirtschaftliche Gebiet hier. Ich bin echt am Überlegen, ob ich das weglasse. Aber eigentlich will ich versuchen, drin zu lassen. Moment, ich habe eine Idee, wir machen das einfach so. Ich
Ziehe jetzt erstmal alles runter, wo es geht. Hier geht's nicht. So, dann verbinden wir das von hier unten. Ich hab's alles einen Tick zu lang gebaut. Lass mich überlegen. Mal Pause drücken. Bauen wir es direkt bis hier runter. Ich glaube, das gefällt mir sogar besser im Moment. Das wird jetzt ein neues, schönes Wohngebiet und dann hoffe ich, kriegen wir mal irgendwann diesen Dreck hier in den Griff. Halt, es soll parallel bleiben. Scheiße, es wird schief. Seht ihr das? Es bleibt nicht parallel. Egal. Oh nein, was ist das denn? Soll er auch parallel bleiben? So. Oh, was ist denn das? Es geht wohl nur schief. Oh, das gefällt mir nicht. Ich muss noch irgendwie hinbekommen, dass das cool geht. Jetzt. So, und jetzt machen wir nämlich hier oben die ganzen einzelnen Kackverbindungen raus. Das heißt, wir machen nur alle paar Straßen eine Verbindung rein. So, dann bleiben ja immer noch die. Fällt mir gerade ein. Die Kreuzungen. Oh. Moment, ich habe eine Idee. So. Zack. Wollen wir die Kreuzung lassen oder lassen wir die? So. Dann lassen wir die Kreuzung wieder. Die lassen wir wieder. Und die machen wir auch weg. So. Und dann machen wir es nämlich hier oben jetzt genauso. Passt auf. Die Kreuzung machen wir weg. Die Kreuzung machen wir auch weg. Die lassen wir. Weg. Weg, lassen, weg, weg, lassen, weg, weg. Das hat den Vorteil, dass wir deutlich weniger Kreuzungen haben. Und ich hoffe, dass das den Verkehr da deutlich flüssiger macht, weil hier muss dann ja eh niemand rein, außer irgendwelche Arbeiter etc., also irgendwelche Anwohner etc. Das könnte alles ganz dick fett Sinn machen. Ich weiß es nicht, wie immer, Freunde, aber ich hoffe es natürlich. So, das gleiche machen wir jetzt hier.
Vielleicht kriegen wir unsere Stadt irgendwann wieder zum Laufen. Also sollte ich irgendwann nochmal die Stadt wieder anfangen? Na, es war ein Tick zu weit. Dann würde ich einfach diese scheiß Landwirtschaft weglassen, ey. Das macht ja nur Probleme. Ich weiß nicht, ob das mit den anderen Distrikten genauso ist oder ob das nur mit dieser Landwirtschaft ist. Also ich weiß nicht, ich habe die gebaut und es hat Stress gemacht. Vielleicht war es auch dumm, hier noch so ein Gewerbegebiet dazwischen zu bauen. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt müsste eigentlich alles hinhauen. Diese Verbindungsstraße ist klar, die ist so gedacht. Mit den ganzen Kreuzungen. Und dann haben wir nämlich hier jetzt deutlich weniger Kreuzungen, wodurch ich das dann bündel. Wir können natürlich die Verbindungsstraßen dann noch upgraden. Da schauen wir mal, wie es läuft mit dem Verkehr. Ach so, ja, vielleicht sollten wir mal noch die Gebiete jetzt hier wieder einschmeucheln. So. So. Was? Müssen es ja nicht komplett übertreiben. Machen erstmal nur so. Ja, jetzt fahren die nämlich hier viel gechillter durch, haben halt ein paar Hauptkreuzungen etc. Ja, wahrscheinlich upgraden wir die einfach direkt mal, ich meine, wenn wir einmal dabei sind. Das wird schon Sinn machen. Gut, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.